der Trainingsplatz des FC Krieglingen. In der Kreisliga A steht die Mannschaft von Trainer Markus Schweizer momentan auf Rang 8. Jetzt taucht der Traditionsverein unfreiwillig im Polizeibericht auf. Ein unangemeldeter Trainingsgast entpuppt sich als Trickbetrüger und landet nach dem Training in der Arrestzelle. Also das war wirklich so, jetzt so circa 18.30 Uhr vor Trainingsbeginn kam hier der Trainingsgast, sage ich mal, angelaufen, hat einen Trainer gesucht und ich habe mich dann als Trainer kurz vorgestellt und er hat sich dann vorgestellt, dass er der Patrick ist und er kommt aus dem Rems-Murr-Kreis. Er wohnt gerade im Moment bei seiner Tante in Krieglingen, möchte sich hier beruflich niederlassen und sucht halt einen Verein, wo er ja, ein bisschen Fußball spielen kann, aber auch mal unverbindlich mittrainieren könnte. Kein Problem, die Einheit beginnt. Allerdings scheint der vermeintliche Neuzugang noch Nachholbedarf zu haben. Nach 20 Minuten, 25 Minuten kam er auf mich zu, dass er nicht mehr so richtig kann und er müsste mal eine Pause machen. Ich glaube, er ist da schon in die Kabine mal gegangen zum Pausieren. Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, während wir weiter trainiert haben. Er ist dann wieder zum Training gekommen. So, 20, 25 Minuten vor Trainingsschluss, ich sag mal vor dem Abschlussspiel, ist er wieder auf mich zugekommen, hat gesagt, er kann jetzt wirklich nicht mehr. Er müsste aufhören, er geht sich umziehen, geht duschen. Innenverteidiger Nico Englert ist Polizist und er wird misstrauisch. Und durch das, dass er dann sich mehrfach dann die Kabine begeben hat und alleine längere Zeit dann da oben war und habe ich dann einfach gedacht, irgendwas stimmt dann nicht. Ich bin ihm dann ab und zu mal hinterher, bin aufs Klo, hab geschaut, was er dann so treibt. Und da saß er dann nach 10 Minuten immer noch angezogen auf der Bank und hat augenscheinlich jetzt nichts Besonderes gemacht. Tatsächlich durchsucht der Trainingsgast die Taschen und Jacken der vermeintlichen Mitspieler. Das Bargeld wird gleich eingesteckt. Er spricht noch mit dem Trainer und verlässt das Gelände. Doch Nico Englert bemerkt den Diebstahl. Ich habe dann gleich zu Mitspielern gesagt, dass sie mich begleiten sollen, bin losgerannt. Ich muss sagen, bei mir ist noch ein bisschen Trainingsrückstand. Die haben mich dann auch so gleich überholt und waren Erster dann an dem Auto. Haben dann aber gut reagiert, haben ihn vom Auto weggezogen, weil er wirklich im Begriff war, gerade einzusteigen. Die Tür war schon offen. Der andere Mannschaftskamerad hat sich vor das Auto dann gestellt und wir haben dann so lange festgehalten, bis quasi die Polizei alarmiert war und dann auch die Streife da war. Erst im Januar hatte die Polizei Heilbronn ein Facebook-Video veröffentlicht und genau auf diese Problematik hingewiesen. Denn in der Region kam es bereits vermehrt zu ähnlichen Vorfällen. Der vermeintliche Dieb wird der Polizei übergeben und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er ist bereits Polizei bekannt und wurde per Haftbefehl gesucht. Der Fahrer flüchtet, kann aber im Zuge der Fahndung ebenfalls festgenommen werden. Also wir lernen jetzt draus aus dem Vorfall, in Zukunft schließen wir die Kabine zu, aber in dem Fall habe ich wirklich nicht dran gedacht, nichts Böses. Es kommt zwar relativ selten vor, dass einmal ein Trainingsgast kommt, aber es kommt halt ab und zu vor, dass ein neuer dazukommt. Ich habe wirklich nichts Böses gedacht, aber meine Jungs da, der Polizist, der hat schon mal einen Riecher gehabt und von dem her ist ja nochmal alles ganz gut ausgegangen. Über 500 Euro und eine EC-Karte wurden entwendet und im Anschluss natürlich gleich wieder an die Teamkollegen ausgegeben. Ich muss sagen, es hat relativ gut geklappt. Also es wusste tatsächlich jeder noch, was er dabei hatte. Hätte ich selber nicht gedacht, dass das funktioniert, aber ging wirklich gut aus.